geflogen, ne, um was zu sehen, was es in Wuppertal im Zoo gibt. So viel zum Fliegen. Ne? Also ich würde das sofort abschaffen. Ja, aber ja, also ja, das Problem beim Fliegen vielleicht noch ist, sind einfach die Kondensstreifen. Nicht? Die erwärmen die Erde auch und die kann man nicht vermeiden, auch wenn man künstliches Kerosin hat. Die Kondensstreifen entstehen trotzdem und deswegen gibt es da leider keine technische Lösung bisher. Aber jetzt muss man sich natürlich klar machen, dass indirekt und direkt in Deutschland ungefähr 900.000 Menschen mit dem Fliegen zu tun haben, also auch Reisebüros und was es da so gibt. Und das Fliegen wäre ja nicht die einzige Branche, für die Energie nicht reichen würde oder die andere Klimaprobleme hat. Also das E-Auto hatten wir, glaube ich, auch schon als Thema. Ja, also das finde ich super. Ja, aber dafür reicht die Energie auch nicht. Ja. Nee, wieso? Ich tanke immer beim Aldi. Kostet nichts. Also das ist super. Also ich bin mit meinem E-Auto total zufrieden. Ja, aber das Problem ist eben, die sind in Batterien, nicht? Die müssten ja auch mit, sind sehr aufwendig, müssten auch mit Ökostrom hergestellt werden. Also eigentlich, also alle sind sich einig, dass man die Zahl der Autos halbieren muss. Ich glaube selber persönlich, dass man sie, das private Auto ganz abschaffen muss. Mhm. Ja. Hier los! Ja, es freut mich, dass Sie das teilen. Ich habe auch keinen Führerschein. Aber natürlich muss man jetzt natürlich wieder sehen, nicht? Auch bei der Automobilindustrie in Deutschland, direkt, indirekt, sind 1,75 Millionen Menschen beschäftigt. Das ist die offizielle Zahl vom Statistischen Bundesamt. Mhm. Da würde es ja nicht enden. Also Chemieindustrie umzustellen auf Ökostrom, wahnsinnig schwierig und so weiter und so fort. Aber es wäre auch falsch, sich immer nur auf die Industrie zu konzentrieren, sondern wenn man erst mal sich einig ist, dass man eigentlich auf eine schrumpfende Wirtschaft rausläuft, wenn man tatsächlich klimaneutral sein will, das wäre jetzt nicht die Steinzeit, nicht? Wir würden nicht in Höhlen leben, also es wäre nur weniger als heute, aber es wäre eben weniger, dann kommen auch Branchen in Schwierigkeiten, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so im Fokus hat, also zum Beispiel Banken hätten eigentlich kein Geschäftsfeld mehr. Sie wissen ja, was das zentrale Thema von Banken ist. Nicht? Man vergibt Kredite an Leute, die Häuser bauen oder Fabriken errichten wollen und so weiter. Aber das Problem ist, dass man Kredite nur zurückzahlen kann, wenn die Wirtschaft wächst. Ich kann Ihnen jetzt nicht erklären, warum, das würde zu lange dauern, aber man braucht eine wachsende Wirtschaft, damit Kredite bedient werden können. Wenn die Wirtschaft schrumpft, kann man das mit dem Kreditgeschäft komplett vergessen. So, und natürlich würde es Investmentbanking sowieso nicht mehr geben. Nicht, dass Sie denken, ich wäre ein Fan von Investmentbanking. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wovon der Großraum Frankfurt eigentlich leben soll. Ähnlich wäre es mit der Versicherung. Nicht? Also das Kerngeschäft der Versicherung sind die Lebensversicherungen. Also man muss sich mal vorstellen, nicht? Wir haben in Deutschland 83 Millionen Einwohner, aber 95 Millionen Lebensversicherungsverträge. Also hier hat sozusagen im Durchschnitt auch schon jedes Baby einen Lebensversicherungsvertrag. Aber Sie wissen ja, wie so ein Vertrag aussieht. Nicht? Man zahlt Prämien ein und die Idee ist, dass man hinterher mehr rausbekommt. Sonst könnte man das ja mit den Prämien gleich lassen. So, und dieses Mehr, das dann hinten rauskommt, das ist aber nur möglich, wenn es Wachstum gibt. Das heißt, ohne Wachstum kann man auch die Lebensversicherung komplett einstampfen. Mhm. So, da sind aber auch sehr viele Menschen beschäftigt. Sie sehen also, wenn man in so eine klimaneutrale Wirtschaft umsteigen will, dann müssten Millionen Menschen sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass der Journalismus, so wie wir ihn heute kennen, dass der dann überleben würde. Nicht? Also ich wäre vielleicht auch betroffen. Man soll ja nicht so tun, als würde man auf so einer irgendwie sicheren Insel sitzen. So, und das Problem wäre nicht, dass die Leute keine Arbeit mehr hätten, weil man müsste ja die Wälder wieder aufforsten, die durch den Klimawandel noch sehr stark leiden werden. Und man muss auch in der Ökolandwirtschaft sehr viel mehr Leute beschäftigen als jetzt in der industriellen Landwirtschaft. Also da ist nicht so, dass dann die Arbeit ausgehen würde. Nur der Punkt ist, man würde nicht mehr so viel Einkommen haben. Nämlich man hätte Arbeit, aber weniger Einkommen. Und das ist eine echte Herausforderung. Mhm. Wie man von so einem dynamisch wachsenden Kapitalismus, der groß ist und dynamisch ist, in so eine Kreislaufwirtschaft kommen soll,
wo man eben nur noch verbraucht, was man recyceln kann und die auch viel kleiner ist. Ne? Wie kommt man da hin? Ja, hast du denn einen Vorschlag? Danke, dass du das fragst. Ja. Ja. Ja, also lange Zeit hatte ich... Also wir können das hier jetzt nochmal, ich kann dir mal kurz fragen, sieht das eigentlich jeder so, ich weiß das ja manchmal gar nicht, dass das Dilemma einfach klar ist, wir brauchen eigentlich Wachstum für das System, merken aber, ne, dass das nicht funktioniert mit der Erde. Also dass das irgendwie widersprüchlich ist, was wir im Moment machen. Ist das gut Konsens bei Ihnen? Ja, ne? Dann, das ist wichtig, das sich mal klar zu machen. Das Dilemma wird nirgendwo diskutiert, auch in den Talkshows nicht und in Parteien nicht, weil alle Parteien ja auf Wachstum setzen. Ne? Und deswegen finde ich das gut, deswegen nehmen wir das auch auf, hier, da können wir das mal ins Internet setzen, dass wir anfangen, darüber mehr zu diskutieren, wie wir das denn machen können. Und deswegen freue ich mich, dass du jetzt die Idee hast, oder zumindest einen Vorschlag, ne? In welche Richtung man mal denken könnte. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, in der wir jetzt stecken? Ja, genau. Also lange Zeit war ich auch ratlos, muss ich zugeben. Nicht? Und alle waren immer frustriert, kamen zu meinen Vorträgen und es gab keine Lösung. Mhm. Ja, war ein ganz unangenehmes Gefühl. Das ging Jahre so. Und dann habe ich mich mal für ein anderes Buch mit der britischen Kriegswirtschaft ab 1940 beschäftigt. Und da fiel es mir dann plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass ich dachte, ja, das ist eigentlich das Modell. Ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft ab 1940 ist eine Analogie, ich sage ja nicht, dass es alles genauso laufen muss wie damals, aber ein Modell, wie man aus einem wachsenden Kapitalismus in eine Kreislaufwirtschaft umsteigen kann. Also wie dieser Weg aussehen könnte. Und denn was damals passiert ist, ist, dass die Briten ihre Friedenswirtschaft schrumpfen mussten, 1940, um eben Kriegsgüter für den Kampf gegen Hitler zu produzieren. Und das ist, glaube ich, dann eben heute auch das Modell. Mhm. Und ich denke, oh Gott, die Briten. Denke ich. Also ich weiß das ja, die Briten haben Köln im Zweiten Weltkrieg so lange bombardiert, bis hier nichts mehr funktioniert hat. Und dann haben sie uns noch geholfen, eine Stadtverwaltung aufzubauen, damit das auch so bleibt. Also, und das soll jetzt das Modell sein, nachdem wir das Problem gelöst kriegen. Ich hole mal schnell neues Wasser. Ja, also ich muss zugeben, das kann ich verstehen, dass das so ein bisschen seltsam wirkt. Aber um vielleicht noch mal ein bisschen in diese Zeit zurückzugehen, um erstmal zu verstehen, was das Problem der Briten war. Also die Briten haben ja den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen, sondern sie hatten ja die Idee, dass man mit dieser sogenannten Appeasement-Politik, also mit der Befriedungspolitik gegenüber Hitler, irgendwie einen Zweiten Weltkrieg vermeiden kann. Und dann haben sie eben ihm sozusagen Österreich geschenkt 1938 und ihm das Sudetenland geschenkt 1938. Und dass das irgendwie alles überhaupt nicht funktioniert hat, haben sie erst im März 1939 festgestellt, als Hitler in Prag stand. Denn das war natürlich nicht vorgesehen. Es sollte so eine Art Restslowakei, Tschechoslowakei bestehen bleiben. Und dadurch, dass Hitler dann eben in Prag war, war klar, okay, er bricht auch dieses Völkerrecht und es kommt, das war den Briten dann klar, ein weiterer Weltkrieg. Und der Punkt für die Briten war, dass sie wussten, dass Hitler einen Weltkrieg nur gewinnen kann, rein strategisch, wenn er Großbritannien einnimmt. Er musste Großbritannien besetzen. Das heißt, es war für die Briten klar, dass nicht nur ein Krieg kommt, sondern dass sie garantiert angegriffen werden. Also dass man jetzt sich da nicht hinsetzen konnte in London und sagen konnte, ist ja schön, wenn Hitler da einen Krieg führt auf dem Kontinent, da halten wir uns mal schön raus. So, und was natürlich, aber das nur am Rande, bedeutet, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg schon im Sommer 1940 strategisch verloren hat, als er nämlich nicht Großbritannien einnehmen konnte und die sogenannte Battle of England verloren hat. Dass die Briten dann aber auch diesen Krieg durchgehalten haben, lag eben daran, was sie dann gemacht haben, als sie festgestellt haben, okay, hier kommt ein Krieg, wir sind nicht vorbereitet. Dann haben sie eben eine Art, und das ist das Interessante für uns heute, eine Art private Planwirtschaft eingeführt. Das war etwas völlig anderes als das, was jetzt zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion eingeführt wurde, nämlich eine
zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs, nicht? Wo wissen Sie ja, wie das aussah, das hatte dann die DDR auch, alles wurde verstaatlicht. Es gab eine zentrale Planungsbehörde, die bis zur letzten Schraube alles vorgegeben hat. Ich sage immer, wer einmal mit der Stadt Köln zusammengearbeitet hat, kapiert sofort, warum es mit der DDR nicht funktionieren konnte.